Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Showdown im britischen Parlament, heute Nachmittag wird über den Brexit-Deal abgestimmt, den Premierminister Boris Johnson und die EU mühsam zusammengeschustert haben. Das Problem, ob das Abkommen mehrheitsfähig ist, bleibt fraglich. Bei einer Niederlage könnte sich der EU-Austritt erneut verzögern oder ohne Deal durchgezogen werden. Für Brexit-Boris geht es ums Ganze. Sein Platz in den Geschichtsbüchern hängt zu großen Teilen an der heutigen Entscheidung. Auf nahezu allen Zeitungstiteln im Vereinigten Königreich ist die Abstimmung Thema Nummer 1. Johnsons Tag der Abrechnung. Für die Zeitung Iveekend ist heute Tag der Abrechnung für Brexit-Boris. Seine Chancen stünden auf Messerschneide. Der Grund? Die ehemaligen Verbündeten der Regierung, die nordirische Partei DUP, und jede Oppositionspartei seien bereit, gegen das Brexit-Abkommen zu stimmen. Saturday Night Liver. Der Titel des Boulevardblattes The Sun feiert Johnson als Saturday Night Liver. Eine Fotomontage zeigt ihn in John Travoltas weißem Dreiteiler aus dem Kultfilm Saturday Night Fever von 1977. Für die Zeitung hat der Premierminister einen Brief an die Leser, und indirekt an die Abgeordneten, von denen sie vertreten werden, geschrieben. Der Inhalt? Warum die Mitglieder des Unterhauses seinen Deal unterstützen sollten. Diese hätten die Chance, die Briten aus der endlosen Brexit-Saga zu befreien und das Land voranzubringen. Damit könne ein schwieriges, spaltendes und ja schmerzhaftes Kapitel der britischen Geschichte beendet werden. Neue Hürde. Die Wochenendausgabe der Financial Times befürchtet eine neue Hürde für den Brexit, hei nun den Änderungsantrag des unabhängigen Abgeordneten Sir Oliver Letwin. Johnsons Deal könne entgleisen, eine parteiübergreifend unterstützte Gesetzesänderung, genannt Letwin Amendment. Könne die Genehmigung des neuen Brexit-Abkommens so lange blockieren, bis die Gesetze für sein Inkrafttreten sicher verabschiedet sind. Johnson sei dann gezwungen, eine Brexit-Verschiebung bis zum 31. Januar 2020 zu beantragen. Den Premierminister erwartet die Brexit-Verlängerung. Auch der Guardian glaubt an eine erneute Brexit-Verschiebung selbst, wenn das Abkommen vom Parlament akzeptiert wird. Es sei wahrscheinlich, dass das Letwin-Amendment umgesetzt wird. Der Änderungsvorschlag werde von Abgeordneten mit verschiedenen Parteihintergründen begrüßt. Respektiert den Willen der Menschen. Das Boulevardblatt Daily Express richtet sich mit einem Appell an seine Leser und die Abgeordneten des Parlaments. Respektiert den Willen der Menschen und lasst uns weitermachen. Der Deal sei ein letzter Schlachtruf. Die Zeitung zitiert ein BBC-Interview, in dem Boris Johnson sagte, es gäbe kein besseres Ergebnis als seinen neuen Deal. Johnson geht dem Sieg entgegen. Das Johnson-freundliche Blatt Daily Telegraph schreibt, Johnson sei nah dran, das Parlament dazu zu bringen, seinen Deal zu unterstützen. Er habe die Unterstützung von bis zu einem Dutzend Labour-Abgeordneten erhalten. Wie unter anderem die Financial Times weist der Telegraph jedoch darauf hin, dass das Letwin-Amendment versuchen die Tür öffnen könnte, die Gesetzgebung in den nächsten 14 Tagen zu ruinieren. Danke fürs Zuhören.